Willkommen zum Kommunal-Kompass-Podcast, deinem Begleiter am Ohr für die innovative Gemeinde oder Stadt von morgen. Hier tauchen wir tief in Kommunalthemen ein, um dich als Gemeinderat, Stadtrat, Bürgermeister, Gemeindemitarbeiter und natürlich alle Interessenten zu stärken. Und so wollen wir das Zusammenleben vor Ort verbessern. Ja, hallo. Heute bei uns zu Gast ist der Bürgermeister aus Heidershofen und nicht nur Bürgermeister. Michael Strasser ist nämlich zugleich Bürgermeister und Angstöder auf seiner eigenen Gemeinde. Und ja, das ist auch heute das Thema dazu. Lieber Michael, herzliches Grüß Gott nach Heidershofen. Und bevor wir in das Thema direkt einsteigen, vielleicht ganz kurz zu dir. Was machst du so? Und auch ganz kurz zu Heidershofen, dass wir ein bisschen einen Blick haben zu deiner Gemeinde. Ja, danke mal für die Einladung, dass ich da heute mit dabei sein darf. Wer bin ich? Michael Strasser, 31 Jahre jung, gerade Familienvater worden, Haus saniert, also sozusagen das, was man halt in meinem Alter so macht. Und nebenbei habe ich dann den Job noch gewechselt letztes Jahr, bin im Juni letzten Jahres Gemeindebediensteter geworden und dann im November Bürgermeister, war somit ein fließender Übergang, der so geplant war. Habe vorher im Bundesministerium für Landwirtschaft und Tourismus gearbeitet, habe dort die Pressearbeit geleitet, war Pressesprecher im Kabinett von der Elisabeth Köstinger. Deswegen glaube ich, mich auszukennen, was sozusagen Bundespolitik und Landespolitik anbelangt. Aber ich habe die Wurzeln zur Regionalpolitik nie verloren, weil ich schon jahrelang Gemeinderat bin, also seit 2020. Die Wurzeln nach Heidershofen nie verloren habe. Heidershofen ist das Stichwort, vielleicht nur ganz kurz. Dazu uns was für Heidershofen. Ja, wir haben 3.700 Einwohner, aufgeteilt auf drei Ortsteile. Das ist dann auch schon wieder die Schwierigkeit, weil wir haben drei Kindergärten, zwei Volksschulen, zwei Pfarren, drei Feuerwehren, zum Glück nur ein Musikverein, der aber hervorragend ist. Somit muss man halt immer gut jonglieren, dass jeder Ortsteil auch gut repräsentiert ist. Jonglieren ist ein gutes Stichwort und das trifft ja viele Bürgermeister zu, genau. Absolut. Ja, jetzt ist ja bei dir ein bisschen was speziell. Du hast das eingangs schon erwähnt, ich habe es auch schon ganz kurz angesprochen. Welche Funktionen hast du bei der Gemeinde Heidershofen? Ja, ich bin normaler Gemeindemitarbeiter, also Gemeindebediensteter im Büro. Habe da meine Aufgaben genau definiert. Aktuell bin ich eigentlich für die ganze Kinderbetreuung zuständig, von sozusagen der TBE bis hin zur Mittelschule, die wir auch im Ort haben. Bin Schulobmann, Volksschulobmann, die politische Funktion sozusagen oder die Funktionärsfunktion. Aber auf der anderen Seite bin ich auch im administrativen Bereich, was Projekte anbelangt, in dem natürlich sehr eingespannt. Bei uns mit dem Kindergartentransport, Schultransport natürlich ein Riesenthema. Drei Ortsteile, dass du sozusagen die Kinder immer in die richtige Schule bringst und die Effizienz möglichst steigerst, damit sozusagen jeder Platz wirklich auch besetzt ist, den wir haben in der Gemeinde. Auch mit der neuen Kindergartenoffensive natürlich Riesenherausforderung. Also wie gesagt, fangen vom Schultransport an, endet bei der Reinigung sozusagen das einzuteilen, Mitarbeiterführung in dem Bereich. Ich habe aber natürlich auch die klassischen Tätigkeiten wie Budget erstellen, mache bei uns zwar auch die Buchhaltung, aber natürlich in sehr enger Kooperation mit mir als Gemeindebediensteter und mit mir als Bürgermeister. Auch die ganze Budgetüberwachung natürlich, die dann irgendwie auch da dazugehört, Controlling etc. Ganze Straßenbau ist in meiner Zuständigkeit, also nicht nur das Thema, man ist jetzt bei einer Baubesprechung und bespricht die Straßen, sondern Angebotseinholung, Ausschreibung von Rahmenverträgen in dem Bereich, das ganze Thema Güterwege, Abrechnung, auch die ganzen Katastrophenschäden, die da mit einhergehen.
Also da ist einfach sehr viel bürokratischer Aufwand im Hintergrund, der mich als Gemeindebediensteter sicher auch rechtfertigt. Wir haben auch das ganze Thema Bescheide, Verordnungen. Also ich schreibe mir eigentlich meine ganzen Bescheide und Verordnungen selbst. Glaube ich, macht auch nicht jeder Bürgermeister, was sehr, sehr cool ist, weil man sich halt sehr spezifisch mit den Themen auseinandersetzt. Ich habe auch die Gemeindedienstprüfung gemacht, jetzt vor ein paar Monaten, was mir auch sehr wichtig war, weil ich einfach rechtlich auch ein gutes Basiswissen habe. Und ich glaube, der größte Vorteil, dass ich gleichzeitig Gemeindebediensteter bin, ist einfach der, ich bin jeden Tag auf der Gemeinde, ich bin 40 Stunden auf der Gemeinde, natürlich oft auch mehr, das ist halt auch meiner politischen Funktion geschuldet, aber die 40 Stunden auch in die Parteienverkehrszeiten, mir kann halt dann draußen wirklich keiner was erzählen. Ne? Also ich bin immer informiert über jedes Themengebiet, über jede Problemstellung. Heute gerade erst wieder, da ist ein Baum umgeschnitten worden, weil da eine Straßenlaterne sozusagen drinnen verwachsen war. Ja, und ich habe das halt gleich erledigen können, habe mit der Dame das besprechen können und ihr erklären können, warum das jetzt so passiert ist. Und da auch sehr viel Verständnis dafür geerntet, beziehungsweise Respekt, dass ich auch so schnell dann antworten kann. Genau, weil du mittendrin bist im Geschehen und so quasi wirklich jeden Tag auf der Gemeinde bist. Du bist 40 Stunden angestellt. Ja, genau. Wir 40 Stunden, haben genau. Und nicht. gleichzeitig eben ein Bürgermeister. Wie Genau. ist das Verhältnis? Das stelle ich spannend vor. Du bist ein Nicht-Amtsleiter. Also Genau. es gibt eine leitende Funktion auf der Gemeinde, was eigentlich dein Vorgesetzter ist. Und gleichzeitig bist du als Bürgermeister, sage ich mal, vorgesetzt dem Amtsleiter. Wie ist diese Konstellation? Ja, man muss einfach unterscheiden. Ne? Also sozusagen, natürlich bin ich Gemeindebediensteter und damit auch seinen Weisungen gebunden. Und auf der anderen Seite, wie du richtig gesagt hast, bin ich als Bürgermeister sein Vorgesetzter. Ist vielleicht, mag jetzt absurd wirken, ist aber, wenn man es so ausredet, eigentlich ein sehr gangbarer Weg. Ne? Also ich habe meine Tätigkeiten, da darf ich auch meine Entscheidungen treffen. Da mischt sie er nicht ein und dann gibt es Tätigkeiten, die er macht, wo ich ihm zu 100% vertraue, die er umsetzt in seiner Funktion als Amtsleiter. Er hat natürlich auch die ganze Mitarbeiterführung etc. Bewerbungsgespräche machen wir meistens gemeinsam, wo wir halt auch dann uns die Meinungen austauschen und sie dann für den Besten oder die Beste dann entscheiden. Ja, hat sicher viele Vorteile, wenn es homogen läuft. Wenn es nicht homogen ist, kann es natürlich Schwierigkeiten geben. Das ist wahrscheinlich die Challenge. Am Anfang läuft es homogen. Was ist, wenn es nach ein, zwei, drei Jahren einmal nicht mehr homogen läuft? Aber vielleicht generell, was sagst du so Punkte, was in dieser Konstellation vielleicht ein bisschen diese Nachteile sein könnten? Oder wo man, wenn eine andere Gemeinde das jetzt auch überlegt, wo man vielleicht aufpassen muss? Eine klare Aufgabenverteilung, glaube ich, ist immer das Wesentliche und auch auszusprechen, wo wer Entscheidungen trifft. Ne? Sind das jetzt politische Entscheidungen oder sind das jetzt sozusagen Verwaltungsentscheidungen? Ja? Da muss man Ist im das immer Ganzen, klar? meiner Meinung nach schon, ja. Also sozusagen gerade im Verwaltungsbereich, wir haben es halt so getrennt, dass ich gesagt habe, Bescheide etc. schreibe ich mir selbst oder schreibe ich im Großen und Ganzen selbst. Wir haben auch ein kleines Bauamt mit einem Mitarbeiter, der natürlich mir als Bürgermeister unterstellt ist sozusagen. Der Amtsleiter ist da sozusagen eher als beratende Funktion, weil er auch schon lange auf der Gemeinde ist und damit halt auch sehr erfahren ist in vielerlei Hinsicht. Es gibt aber auch Themengebiete, wo mich ich zurücknehme und da jetzt nicht alles besser weiß. Und das ist zum Beispiel die Mitarbeiterführung und das sozusagen auch die Mitarbeitereinteilung, dass das auch immer funktioniert. Ja, da wäre ich auch nicht, wie sagt man so schön, bei uns ins Geil fahren, sondern das muss halt einfach abgestimmt sein. Aber im Wesentlichen ist einfach eine gute Aufgabenteilung und Trennung, glaube ich, das A und O, wenn man eine solche Lösung anstrebt.
Hat schon mal bei einem Fall eine Diskussion gegeben, okay, das ist jetzt eher Amtsleiter, nein, das ist doch meins als Bürgermeister oder als. Nein, eigentlich nicht, weil der Herr Amtsleiter das sehr, wie soll ich sagen, er weiß Weil sie genau, wo sein. es politische Entscheidungen braucht. Ne? Also sozusagen, und er kann das auch ganz klar trennen zwischen Verwaltungsaufgabe und politische Entscheidung. Und dieses Feingefühl, was er da hat, muss ich natürlich auch bei Entscheidungen haben. Ne? Weil wenn er sagt, wir lösen das Problem in der Mitarbeiterführung jetzt so, weil ich das für gescheit empfinde, ich vielleicht anderer Meinung bin, muss ich mich aber auch zurücknehmen und sagen, okay, du hast das jetzt so entschieden und das machen wir jetzt so. Ja. Auf der anderen Seite gibt es politische Entscheidungen, die einem vielleicht manchmal auch nicht so taugen, aber da muss ich dann auch einen Kopf dafür hinhalten. Und ja, für ihn ist das natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn ein Bürgermeister ständig zurückgreifen kann, ja, weil wenn was nicht ins Budget passt oder den kann ich mir sagen, ja, das müssen Sie mit Herrn Bürgermeister besprechen. Auch schauen wir geschwind, ob er da ist, reden wir das gleich durch und fertig. Ja. Was sagt die Opposition dazu? Also das muss man vielleicht dazu sagen, weil in Heidershofen hat ja das schon lange Tradition, dass der Bürgermeister gleichzeitig angestellt ist, wie du mir Genau. letztens erzählt hast. Ja. Was sagt die Opposition dazu? Ja, da muss man vielleicht in der Historie ein bisschen zurückgehen. Also mein Vorgänger hat das ganze 20 Jahre gemacht und war beides gleichzeitig. Mein Vorvorgänger war, glaube ich, 12 Jahre im Amt, war das auch in einer Doppelfunktion. Und wir wohnen in einer sehr wirtschaftsstarken Region. Also sozusagen das Lohnniveau ist bei uns in der Region eines von den höchsten von ganz Österreich. Mein Vorvorgänger war sozusagen Geschäftsführer einer Baufirma und hätte den Job nie angenommen, nur als Bürgermeister, wenn er nicht sozusagen auch auf der Gemeinde angestellt gewesen wäre. Aus Verdienstgründen. Aus Verdienstgründen, ja, weil er einfach in der Privatwirtschaft ganz andere, also ein ganzes anderes Niveau gehabt hätte. War damals auch wegen einer Entscheidung aus der Not heraus, weil der Bürgermeister, mein Vorvorgänger, ist verstorben, relativ kurzfristig. Und der Vizebürgermeister hat dann relativ schnell eine Lösung finden müssen. Und das war halt dann sozusagen der Deal, dass man das so gemacht hat. Warum wird das auch von der Opposition so akzeptiert? Mein Vorgänger hat das immer eigentlich sehr treffend gesagt. Ich bringe der Gemeinde eigentlich viel mehr, als was ihr kostet. Er kann's, also mein Vorgänger war ein Phänomen, was das Aufstellen von Förderungen für Projekte sozusagen, wie er das halt gehandhabt hat. Er hat sich da einfach eingetigert. Und der hat sicher in seiner Lebens- oder in seiner Berufslaufbahn der Gemeinde ist 10, 20, 30-fache braucht, was er ja kostet hat. Ne? Und damit ist dieses Argument schnell vom Tisch, dass wir uns das nicht leisten würden. Weil wenn sich ein Bürgermeister zu 100% mit dem Projekt auseinandersetzt, mit seinen Kontakten, die er zum Land, zum Bund dann entwickelt, kann er einfach ganz anders finanzielle Mittel lukrieren. Hat das Ganze mal bis zur Weißglut sozusagen gebracht, nämlich dass er sogar ein Projekt einmal überfördert hat. Das heißt, er hat mehr Förderung lukriert, als wie das Projekt eigentlich kostet hat. Und ist aber dann auch durchgegangen. Also sozusagen, wir haben auch das Geld dann schlussendlich wirklich gekriegt, was ich sehr ja, lustig gefunden habe, wie er mir das einmal erzählt hat. Aber ja, damit eigentlich in der Opposition natürlich auch respektiert. Was natürlich schon ist, man muss selber dann auch als politischer Funktionär sehr viel Verantwortung tragen, weil man darf sich dann nicht in der Arbeit hinsitzen und parteipolitische Aufgabenbereiche erledigen. Ja? Das muss man halt ganz klar trennen und ganz klar auch benennen, in welcher Funktion man jetzt eigentlich da ist. Ja? Oder ja, handelt, sagen wir mal so. Spannend, wie harmonisch dass das bei euch geht, und es ist ja ein schönes Vorbild vielleicht auch für andere Gemeinden. Vielleicht vorletzte oder vielleicht sogar schon letzte Frage.
Glaubst du, dass diese Konstellation auch eine Möglichkeit wäre, um dem Bürgermeistermangel entgegenzutreten? Bestimmt. Und ich glaube auch, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie man dieses System langfristig absichern kann. Ich weiß, dass da die Mehrheit der Meinungen in eine andere Richtung geht. Also hat man jetzt auch gesehen bei dem Paket, das für die Bürgermeister geschnürt worden ist. Aber wann wir diesen Job erhalten möchten in diesen Strukturen, die wir haben, ne? Also wir haben ja klein strukturierte Gemeinden, auch in Niederösterreich zum Großteil, wird man da eine Kombination finden müssen. Was schon die schwierigere Geschichte ist, ist natürlich das Thema ausführendes Verwaltungsorgan, Bürgermeister, weil das ist ein Bürgermeister und das sind sich viele nicht bewusst, braucht auch Kompetenzen und, wie soll ich sagen, Kompetenzen und Wissen. Ja? Und wann sollte man sich das Wissen aneignen? Ne? Also, es wird immer wichtiger, dass man rechtlich zu 1000% abgesichert ist. Ja? Und das kann man nur, wenn man sich mit Themen beschäftigt. Ja? Und nicht so schnell, ah, jetzt schreibe ich geschwind den Bescheid und das wird schon halten. Ja? Das ist heute nicht mehr. Und das muss man einfach respektieren, dass die Arbeit eines Bürgermeisters sich verändert. Und da kann diese Lösung, dass man auf der Gemeinde angestellt ist, sich wirklich um seine eigenen Bescheide gut kümmern kann und die dann auch rechtskonform umsetzt, sicher eine Lösung sein, um dem entgegenzuwirken. Wo ich schon ein Verfechter davon bin, ist, dass oberstes Verwaltungsorgan, nämlich Bürgermeister und Amtsleiter, getrennt ist. Warum? Es ist schon ein gewisses Paradoxon, wenn man gleichzeitig Amtsleiter und Bürgermeister ist. Ja. Nur die Gemeinde muss es halt dann auch oft leisten können. Jetzt sind wir in der glücklichen Situation mit 3.700 Einwohnern, dass sich das halt ausgeht finanziell, ja, dass wir einen Amtsleiter und einen Bürgermeister angestellt haben. Ja. In kleineren Gemeinden ist das vielleicht oft nicht anders möglich. Ja. Aber da muss man sich halt dann auch wieder überlegen, welche verwaltungspolitischen Maßnahmen kann ich einen Amtsleiter sozusagen geben, um den auch mehr aufzuwerten. Ja? Weil das sehe ich schon auch oft, der Bürgermeister muss unangenehme Verwaltungsakte setzen, die er aber vielleicht dann gar nicht macht, weil er ja auch politisch in Zugzwang ist bei manchen Themen. Und das so sollte jetzt eigentlich nicht sein. Und das könnte man eigentlich meiner Meinung nach mit dem auflösen, dass man einfach verwaltungspolitische Themen mehr an den Amtsleiter abgibt, den Amtsleiter dadurch aufwertet, aber dem Bürgermeister auch die Chance gibt, sie sozusagen in manche Themengebiete, wenn man sich jetzt Baurecht oder erste Instanz der Bauordnung anschaut, sie mehr um dieses Themengebiet einfach zu kümmern. Zum Beispiel. Also sehr viel rechtliche Sachen, was da im Hintergrund sind. Und das, mit dem hat halt der Bürgermeister oder Amtsleiter oder Gemeindemitarbeiter halt viel zu tun in seinem Alltag. Aber trotzdem sehr, sehr spannend, wie sie ist, das in Heidershofen regelt und vielleicht ja auch ein bisschen ein Vorlagemodell für andere Gemeinden. Vielleicht passt es für andere Gemeinden oder vielleicht passt es generell für diesen Bürgermeisterjob. Ja. Vielleicht ist es ja eine Lösung, wie es du sagst, lieber Michael. Herzlichen Dank einmal für das Gespräch. Ja, abschließend die Frage, jetzt da wirklich die letzte Frage: Warum magst du den Job als Bürgermeister gern? Du bist das ein Jahr. Ah, ja. Was mir einfach taugt, ist, mit den Leuten zu arbeiten und Probleme zu lösen. Ne? Also, du bist einfach direkt an Themen, ja, und ich war letztens bei so einem Kongress eingeladen in Wien und ich glaube, das war gut, dass ich da als kleine Gemeinde auch den Aspekt gezeigt habe. Es ist nicht immer das große Umweltschutzgesetz, das die Leute wirklich interessiert, sondern vielleicht der Sickerschacht oder die Schwammstadt vor einer Haustür, die entscheidend ist. So verklausuliert gesagt. Ja. Und damit kannst du auch Lust auf Politik, Lust auf Führung, Lust auf Mitgestaltung machen und die Leute auch mit Bürgerbeteiligung einbinden.
Natürlich ist es der Job als Bürgermeister nicht einfach und gerade in derer Zeit wirtschaftlich etc. Aber ich glaube, wenn man ehrlich mit dem ganzen Thema umgeht und konsequente Linie fährt, gerade in derer Zeit, glaube ich, wird das von den Leuten sehr anerkannt. Und den bisschen neuen Weg will ich einfach ausprobieren. Vielleicht ist es so, dass ich in einem Jahr dann nicht mehr da sitze, weil ja, ich durch meine konsequente Art halt zu viele Leute verschreckt habe. Aber wenn es das nicht mehr geht, dann haben wir ja ein ganz anderes Problem, ne? Wenn man Entscheidungen nicht macht, weil es vielleicht unpopulär sind. Ein super Schlusswort von einem jungen Jungbürgermeister, wenn ich das so sagen darf. Lieber Michael, herzlichen Dank für deine Expertise und für deine Erfahrung als junger Bürgermeister und gleichzeitig eben Gemeindebediensteter. Danke für das Gespräch und vielleicht gibt es ja Interesse mehr zu dem Thema Gemeindebediensteter, Bürgermeister. Dann nehmen wir vielleicht noch mehr konkretere Folgen auf. Lieber Michael, herzlichen Dank und schöne Grüße nach Heidershofen. Danke für die Einladung. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Kommunal Kompass Podcasts gefallen hat und dich inspiriert zurücklässt. Wenn du Fragen, Anregungen oder Ideen hast oder unsere Unterstützung für deine Gemeinde wünschst, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Besuche unsere Website unter www.gemeindetv.at/akademie oder schreibe uns direkt an medienberatung@gemeindetv.at oder per WhatsApp an 0680 22 55 067. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und gemeinsam das Beste für deine Gemeinde zu erreichen. Tschüss!